So, heute haben wir mal eine Hardbox am Start. Und zwar von Dawn of the Dead aus dem Jahre 2004. Also das Remake von Zack Snyder. Hier auf dem Cover der arme CJ. Das gute Stück ist auf 333 limitiert. Hier haben wir die 59. Hier haben wir den Spine. Ja, es ist im Mediamarkt und Saturn exklusiv, wie die anderen Hardboxen und Mediabooks auch, die so in letzter Zeit kamen von Birnenblatt, wie die Chucky-Dinger zum Beispiel. Und ja, normalerweise hätte ich zum Mediabook gegriffen, aber das Cover war einfach so genial, da habe ich mir dann mal doch die Hardbox gegönnt. Übrigens wie bei den Chucky-Teilen dasselbe, der Hardbox-Cover viel cooler. Aber okay, dann machen wir mal weiter, gucken mal, wie es innen aussieht. Vorher habe ich schon abgemacht. So. Ja, praktisch. Mitgedacht. Ja, wir haben die Kinofassung und den Director's Cut hier separiert auf zwei Blu-rays. Der Director's Cut ist natürlich vorzuziehen, weil er härter ist. Hier übrigens auch die komplett unzensierte Version. Wir hatten den Director's Cut ja damals schon als Einzeldisc von Universal. Dort war aber die Dame am Anfang, die da nackt am Auto da vorbei oder vor dem Auto, da war mit einem Bluteffekt auf der Scheibe halt die Brust zensiert, die Brüste zensiert. Das hast du dann jetzt ja nicht mehr als die komplett unzensierte Version, glücklicherweise. Das Booklet, das finde ich auch immer toll, dass Birnenblatt hier damit dran denkt. Im Mediabook hast du es ja integriert und hier dann halt extra als Beilage. Tja, das Remake ist eines der besseren, wie ich finde. So. Man hat ja im Horrorbereich immer viele schwächere Remakes. Aber der hat eigentlich den Spagat gemacht, den Film mit ein paar neuen Ideen, also nicht nur die schnellen Zombies, mit ein paar tollen Ideen aufzufrischen, in die Moderne zu bringen, ohne das Original da zu verleumden oder zu beschämen. Und das ist super gelungen hier eigentlich, also ein Paradebeispiel für ein Remake. Ich will jetzt aber nicht so laut posaunen, ich habe den Film ein paar Jährchen schon nicht mal gesehen. Bin ich mal gespannt, den später nochmal sichte. Vielleicht denke ich heute anders drüber, damals fand ich ihn super. Und sicherlich neben Watchmen Snyders bester Film. Ja, 302 okay von der Optik. Ich muss sowieso sagen, Zack Snyder ist extrem überbewertet. Weil wenn es eine Vorlage gibt, wie bei Watchmen oder hier eben, dann fallen die Filme sehr gut aus. Aber wenn er seine eigenen Ideen verwirklicht, naja. Wenn er dein Hirn abschaltet, funktioniert es vielleicht noch. Bei mir funktioniert es nicht mehr. Ich bin aus diesem Fanboy-Image raus. Also bin jetzt erwachsen, dann habt ihr doch noch ein bisschen Anspruch. Und da muss schon ein bisschen mehr bei rumkommen. Wobei ich aber zum Beispiel noch den verpönten Batman wie Superman, den fand ich eigentlich noch ziemlich gut. Weiß ja nicht, warum der so schlecht abschneidet bei den Fans. Aber das war noch eine etwas bessere Verfilmung. Nicht nachher, wie soll ich sagen, wie später dann bei Justice League quasi dann auch nur so ein Avengers Abklatsche gemacht wurde, ohne Sinn und Verstand. Also da fand ich den schon wesentlich anspruchsvoller, den Batman wie Superman. Aber darum soll es jetzt hier auch nicht gehen. Das ist halt die Hardbox hier von Dawn of the Dead mit dem Supercover, also wie ich finde. Manche Leute haben da vielleicht einen anderen Geschmack. Ja, und ich hoffe, Birnenblatt wird auch in Zukunft noch tolle Releases machen. Vielleicht dann auch mal das Mediabook mit so einem coolen Cover ausstatten und dann nicht immer so indirekt zwingen. Zur Hardbox zu greifen, aber auch wenn ich kein Hardbox-Sammler bin, gibt es denn jetzt im Regal eine kleine Ecke für die wunderschönen Birnenblatt-Hardboxen. Und wie gesagt, alles drin soweit. Director's Cut komplett und auch unzensiert. Kann ich nur sagen, weiter so und ich freue mich auf zukünftige Veröffentlichungen. Und danke hiermit für die Aufmerksamkeit.